bin Leiter der Museumswerkstatt und wir haben hier ein tolles Projekt der 959 Paris-Dakar. 1985 startete Porsche mit dem Projekt 959 Paris-Dakar als Prototyp mit einem Saugermotor. Und 86 starteten wir mit diesem Serienmotor vom 959 mit den Turboladern. Das Fahrzeug wurde von Jackie X seinerzeit gefahren und ist als Zweitplatzierter ins Ziel gekommen. Das Fahrzeug ist in einem sehr authentischen Zustand. Wir haben rund 18.000 Kilometer abgelesen. Wenn man bedenkt, dass die Paris-Dakar rund 14.000 Kilometer Distanz ist, haben wir noch ein paar Testkilometer und es ist sehr, sehr authentisch und ist in einem sehr originalen Zustand. Wie man sehen kann, ist das Fahrzeug in einem sehr gebrauchten Zustand, wie es sich auch gehört für so ein Rallye-Fahrzeug. Dementsprechend möchten wir das auch so beibelassen. Es ist eine sehr sanfte Überarbeitung, die wir hier durchführen. Dennoch soll das Fahrzeug nachher technisch tiptop sein. Auch der Innenraum, Beschädigungen werden bleiben an dem Wagen, weil wir so am besten auch von der Geschichte erzählen können und wir wollen die Geschichte auch bewahren an der Stelle. Als nächsten Schritt werden wir an diesem Fahrzeug die Außenhautkarosserie abnehmen und werden uns dann die Technik anschauen und dann bewerten, was zu tun ist. Dieser 959 Paris-Dakar aus 86 war ein Technologieträger auch für das Serienauto. Dieser 86er Stand war schon sehr nahe am Serienauto. Wir sehen das ganz schön, die Karosserie in dem vorderen Bereich mit den Doppeldämpfern, der Tank. Das sind alles Bauteile, die auch später ähnlich im Serienauto verbaut worden sind. Wir haben natürlich Motorsportgene, die Perforierung des Aluminiumträgers oder die Ölkühler und Leitungen waren beim Serienauto nicht so verbaut. Musste man für die harte Distanz der Paris-Dakar modifizieren. Unfälle, Beschädigungen, die kann man erkennen. Aber wir haben hier keine starke Deformierung oder auch Korrosion, wo wir tief eingreifen müssen. Die sind im sehr guten Zustand. Hier das Cockpit. Beim 959, wir haben extrem viele Instrumente, Anzeigen, Schalter. Wir haben den Tacho, den Drehzahlmesser, wir können die Traktion, es sind unterschiedliche Instrumente vorhanden, um das einzustellen. Wir haben eine Feineinstellung nochmal für die Motronik, extrem viele Kleinigkeiten, die der Fahrer nochmal fein einstellen konnte während der Fahrt. Wir haben hier für die Tanks Umschaltmöglichkeiten, wir haben eine lange Distanz, wir brauchen viel Kraftstoff an Bord. Wir haben hier ein Regelsystem, um den Allradantrieb einzuschalten und anzupassen. Das alles kann der Fahrer hier in Kürze erledigen. Wir haben an dem Kotflügel gesehen, wir haben hier einen Lufteinlass. Der Lufteinlass dient dazu, das Öl vom Motor nochmal zu kühlen. Dementsprechend stehen hier kleine Ölkühler. Die Ölleitungen, das sind alles Bauteile, die müssen wir prüfen. Wir müssen schauen, die Schläuche sind einige Jahre alt. Und ob die noch standhalten, das muss geprüft werden. In der Regel werden sie getauscht. Hier haben wir noch ein Verteilerstück für die ganzen Leitungen. Auch in dem Bereich Karosserie ist jetzt keine Korrosion zu sehen. Wir sehen zwar die abblätternde Farbe, aber dennoch ist es in einem hervorragenden Zustand. Jetzt kommen wir zum Herzstück, der Motor. Dieser 959 Motor ist wirklich sehr seriennah gewesen schon zu dem Zeitpunkt. Die Besonderheit ist die Register-Turbo-Aufladung hier. Der eine Turbolader mit seinem Bypass zu sehen, kurze Wege nach draußen ohne groß Schalldämpfer und das gleiche auf der anderen Seite. Wir haben hier einen Ladeluftkühler, wo die angesaugte Luft nochmal komprimiert wird. Aber es ist alles sehr, sehr seriennah wie beim 959. Also bei der Antriebsstrangeinheit, da die sehr komplex und technisch sehr aufwendig ist,
macht es Sinn, den Motor, das Getriebe und den Achsantrieb aus dem Fahrzeug auszubauen und den zu revidieren. Wir müssen schauen, dass wir Verschleißthemen haben, Einstellungsarbeiten oder Ventile, die verklebt sind. Das kommt in Form vor durch die Alterung, wo das Auto schon so lange steht. Hier befindet sich die Motorelektrik. Alles sitzt hier in dem Bereich. Es wurde nach oben verlegt, dass wenn das Fahrzeug durch Flüsse und so weiter fährt, dass die Elektrik nicht Schaden nehmen kann durch die Feuchtigkeit. Es sind auch zwei Geräte verbaut. Der Öltank scheint mir in einem dichten Zustand zu sein. Wir haben im Moment noch Öl drin. Das bedeutet, es ist keine Undichtigkeit vorhanden. Ich denke, der kann seinen Dienst wieder tun, wenn wir ihn gereinigt haben. So, wir haben uns die Technik angeschaut. Da ist es in einem hervorragenden Zustand. Dennoch haben wir viel zu tun und wir werden das jetzt Step by Step aufarbeiten und auf die Reise nehme ich euch mit. Ja, Uwe, für mich ein historischer Moment. Man muss sich überlegen, klar, das sieht jetzt erstmal schmutzig aus, aber für mich ist das der Originaltrack von damals, von der Paris-Dakar, den man auch hier oben noch reingespritzt sieht, bis in den Schottwänden hoch. Finde ich schon sensationell, wenn man sieht, dass das seither nie entzweit wurde, die Karosse mit der Technik. So Uwe, das letzte Mal haben wir die Aggregate aus dem Fahrzeug hier ausbauen lassen und jetzt stehen wir vom komplett zerlegten Getriebe. Ja, wir haben den nächsten hochspannenden Meilenstein erreicht. Motor, Getriebe, der ganze Antriebsstrang ist wirklich komplett zerlegt, also bis auf das kleinste Einzelteil. Und die Spezialisten, die werden jetzt genau diese Komponenten eingehend befunden, um herauszufinden, in welchem Zustand sind die Teile, inwiefern haben wir Bedarfe an Überarbeitung oder auch Erneuerung. Aber da kann man auch schon eins sagen, Porsche steht ja auch für Qualität, für Robustheit und für Standfestigkeit. Und unsere Erwartungshaltung ist ganz einfach, dass wir schon davon ausgehen, dass wir hier hochwertiges Material zur Verfügung haben. Da bin ich mir sicher. Ich bin mal gespannt, was jetzt der Techniker zu sagen hat, weil ich denke, wir flutschen jetzt von Gang zu Gang einmal da durch und schauen uns alles genau an, wie das so nach so einer Rallye in so einem Getriebe ausschaut. So Klaus, ich bin ja super gespannt. Du als alter Getriebeprofi bei uns, jahrelang sämtliche Getriebe bei uns im Werk gemacht. Dennoch ist es bei dem 959 Paris-Dakar doch das eine oder andere ganz speziell. Lass uns doch jetzt einfach mal Bauteil für Bauteil so durchgucken, was dir aufgefallen ist. Speziell ist eigentlich nur dieser starre Durchtrieb an der Hinterachse. Normalerweise hat er auch wie vorne ein Sperrdifferential, das über die Elektronik geregelt wird. Ja. Starrer Durchtrieb heißt dann, dass das Auto eigentlich nur geradeaus fährt. War natürlich bei der Fahrt auf Paris-Dakar einfacher. Die hatten einen losen Untergrund mit dem Sand und da war ein starrer Durchtrieb vonnöten. Aber du hast recht, dieses Bauteil allein schon ist nicht in der Serie zu finden. Kegeltellerrad, das bindet sich hier direkt an. Wir haben ja hier immer auf den Flanken Anlaufspuren. Wie beurteilst du die? Dieser Triebsatz hat eigentlich ganz normaler Verschleiß. Überraschend gut für das Fahrzeug, das Paris-Dakar gefahren ist. Aber von der Sache her, wie auch bei den Radsätzen allgemein, also nur ganz den Verschleiß, den ich mit jedem Auto sonst auch habe. Aber die Lager und die Verschleißteile werden sowieso erneuert. Ja. Also Lager und die Synchronringe sind auch nicht mehr neuester Stand. Mhm. Die neuen Ringe sind dann mit Molybdänbeschichtung, weil das einfach für den Fahrkomfort und für die Oberfläche von meinem Synchronkonus besser ist, langlebiger. Mhm. Weil Stahl auf Stahl, wenn es richtig zur Sache geht, wird es ja warm, Reibung, und dann wird es blau
und die nächste Stufe ist dann kaputt. Ja, okay. Man muss auch wissen dazu, dieser Typ von Getriebe war damals noch ein Prototypenstatus. Richtig, richtig. Du hast das eine oder andere auch schon gesehen, dass es Prototypenteile noch gibt. Diese Scheiben zum Beispiel, die sind noch aus einem ganz anderen Material, wie die Scheibe, die es jetzt. Das Auto ist zwar immer neu, das ist ein aktueller, aber die Scheiben wurden dann härter gemacht und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Haben wir hier vorne noch? Das ist die Vorderachse, ja. Da ist, hier sehe, habe ich jetzt zum Beispiel so eine Lamellensperre. Dieses Paket hat sich im Laufe der Jahre immer wieder erneuert oder verbessert. Ja. Genau, ja. Aber da sieht man ja, wenn man so ein Paket anschaut, haben wir hier mehrere Scheiben. Und wenn die jetzt einen starken Verschleiß hätten, würden wir jetzt da. Man sieht ein bisschen Verschleiß durch die Spiegelung. Wenn sie neu sind, ist das alles ganz matt. Mhm. Ja. Aber die sind so jetzt nicht kaputt. Mhm. Das Einzige, was bei dem wahrscheinlich zu hören kriegst, dass sie laut sind. Aha, okay. Deshalb wurden die später auf diese Gailon-Lamellen umgebaut. Aber im Rennsport ist ja die Geräuschkulisse sowieso egal. Okay. Hauptsache es funktioniert. Ja, genau. Und das muss gut halten. Ja. Okay. Deshalb sind die noch so. Und auch hier vorne, der Vorderachstriebsatz, tadellos. Okay. Der hatte früher noch 7 Zähne, die neuen sind dann verstärkt worden, die hatten 8. Und ansonsten würde ich die Lager ersetzen, klar, oder halt, sagen wir mal, die Verschleißteile. Aber dennoch, Klaus, habe ich eine Bitte. Das Gehäuse außenrum belassen wir so. Das bleibt so, ja. Also tatsächlich auch diese Patina, die es damals bekommen hat und diesen eingebrannten Dreck in dem Gehäuse, würde ich beibelassen. Vielen Dank für deine tolle Erklärung. Jedes Bauteil einzeln erklärt, hervorragend. Viel Erfolg beim Zusammenbau unserer Getriebe. Und ich gehe jetzt weiter rüber zum Motor und schaue mir das dort an. Hallo Bernd, wir sind jetzt hier an unserem 959 Paris-Dakar Motor. Ihr habt den komplett zerlegt. Erste Frage beim Allgemeinen, ist das eigentlich ein Serienmotor gewesen? Also größtenteils ist schon Serie. Ein paar Veränderungen gegenüber dem Motorsport haben sie schon gemacht. Wenn man jetzt gerade zum Beispiel da reinguckt, diese Stege vom Kurbelgehäuse, die sind abgerundet und poliert, damit das Öl flutscht. Mhm. Oder auch wenn wir dann weitergehen, das Auto hat ja keine Heizung. Deswegen gibt es hier Wasserrohr geändert. Aha. Oder das Wasserpumpenrad, das ist so leicht, lang mal hin, das ist Magnesium. Oh ja. Ah ja, okay. Und sonst ist das Stahl. Mhm. Und die Turbolader sind auch nur Luft- und Öl gekühlt, ohne Wasser. Aha, okay. Das ist halt ein ganz frühes Modell. Aber schon sehr nah. Sehr seriennah. Ja. Was uns natürlich ein bisschen vereinfacht heute, wenn wir Teile brauchen, die auch zu bekommen. Ja. Ja. Ihr habt da, glaube ich, ein relativ großes Sortiment an 959 Teile mittlerweile wieder, um die Autos am Laufen zu halten. Ja, ja, vor allem Motor klappt das wunderbar. Da haben wir fast alles. Hier Kurbelwelle, Herzstück. Kurbelwelle, Herzstück sieht aus wie ladeneu. Also man erkennt nicht, dass das da 20.000 Kilometer Kundenfahrer wäre. Unterschied noch, haben wir noch Bläuel. Das ist jetzt hier noch poliert. Später in der Serie waren die Kugel gestrahlt, aber sonst Verschleiß, alles Simmering, alles wie neu. Okay, das sind ja sehr erfreuliche Nachrichten. Für mich als Techniker stelle fest, Kurbelgehäuse im intakten Zustand mit leichten Veränderungen, Kurbelwelle in einem Top-Zustand, da atmen wir schon mal auf als Kunde. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch schon mal was echt ins Geld gehen kann. Der Verschleiß, Kolbe und Zylinder, fast nicht messbar. Okay. Nockenwellen laufen dann auf dem aufgesetzten Kopf, ist ein Gehäuse, da laufen die Nockenwellen drin. Auch hier ist besonders zu sagen, kein Verschleiß an den Nocken. Und manchmal haben wir da so feine Pittings oder so. Ja. Absolut nichts. Ich glaube, ein bisschen Sorge hattet ihr bei den Teilen, die halt mit Wasser gefüllt waren. Im Laufe der Zeit haben die logischerweise Korrosion. Die Angst war da, aber innen drin war alles sauber, picobello. Ja, super. Von außen hatten wir ein bisschen Korrosion. Im Zerlegen Probleme, aber nichts, was man nicht lösen konnte. Ja gut, das sind tolle Neuigkeiten. Danke für deine Expertise. Gerne. Wir hätten gern, klar, so wie beim Getriebe auch, die Technik
im Tip-Top-Zustand. Mhm. Ist jetzt hier schön, weil wir hier wirklich einen sehr hohen Anteil an Originalteile wieder verbauen können. Dichtungen und Lager und so müssen erneuert werden, logischerweise. Aber eine Bitte hätten wir, alle optischen Teile auch in dem Zustand lassen, wie sie sind. Ja. Wenn jetzt, wie wir sehen, bei dem Lader war ja alles voll mit Schmutz. Das muss natürlich befreit werden. Aber diese Spuren, die wir hier haben, von dem Sand und von dem Wasser, wo das Auto durchfahren hat, die wird man belassen wollen, weil wir wollen die Spuren eigentlich von der Rallye nicht von dem Auto wegwischen, ja, sondern sie beibehalten. Genau, das machen wir auch. Das war nur in der Waschmaschine, weil der Öl und Dreck muss ja raus. Aber da bürsten wir jetzt nicht, da machen wir gar nichts. Bernd, vielen Dank für deine Expertise zu dem Motor. Gerne. Ich bin mir sicher, ich bin bei euch gut aufgehoben, weil ihr das ganz hervorragend macht. Wir gehen jetzt weiter in die Museumswerkstatt und schauen uns dort den 959 Paris-Dakar an, was dort an dem Fahrzeug passiert ist. Und dazu gehen wir jetzt weiter. So, wir sind wieder im Museum angekommen. Hier steht unsere Karosse. Wir haben hier schon einige Arbeiten gemacht und die möchte ich euch jetzt zeigen. Motor, Antriebsstang wurden ausgebaut. Es bleibt noch übrig das Fahrwerk, die Stoßdämpfer, die Verkabelung, die ganzen Ölanlagen, die ganzen Schläuche. Ist alles noch verblieben im Auto. Die Karosse mussten wir reinigen. Logisch, das Fahrzeug hat natürlich durch die Paris-Dakar einige Flüsse durchfahren. Es ist schlammähnliche Verschmutzungen da gewesen. Die haben wir jetzt alle händisch sauber gemacht. Großes Glück, wir haben hier keine Durchrostung. Wie man sieht, wir haben hier so Anrostungen. Und da gehen wir auch speziell damit um, wie wir die nachher konservieren werden. Da zeige ich euch noch was. Die ganze Kabelstränge wurden schon mal freigelegt, sie wurden getestet. Wir haben hier vorne noch Wasserkühler drin stehen, der hier hier in dem Frontblech eingehaust ist. Hier laufen die Wasserschläuche nach hinten. Und diese zwei Schläuche, die links und rechts ins Fahrzeug reingehen, die müssen wir erneuern. Die Schläuche sind einfach alt und können Undichtigkeiten hervorrufen. Das wird eine Herausforderung werden, weil diese Schläuche durch den Rahmen ins Auto nach hinten bis zum Motor laufen. Es gibt ja ganz arg viele Details, wie wir schon gelernt haben mit dem Auto. Unter anderem, das ist das PD4-Fahrzeug, Paris-Dakar Fahrzeug 4. Alle Bauteile werden an so einem Auto vor dem Rennen angepasst. Es sind mehrere Kotflügel sind dabei vor Ort und dementsprechend werden die dem Auto zugeordnet, dass die einmal gepasst haben. Das wurde hier gemacht und deswegen können wir heute im Nachgang an Karosseriebauteilen, an Türen, an Sitzen, überall da werden wir das immer wieder finden. Also der Vorderwagen ist in einem intakten Zustand. Wir haben keine großen Beschädigungen von Unfall oder dergleichen. Der Innenraum, ich habe gerade erzählt, es gab eine starke Verunreinigung. Das sieht man hier immer noch im Bereich von den Schwellern. Hier sieht man noch, wie dieses Wasser hier drin gestanden ist. Auch hier werden wir wirklich nur ganz sanft die Verunreinigungen sauber machen. Wir werden es nicht neu lackieren. Wenn wir das alles erneuern, sind einfach diese ganzen urtypischen Ursprünge verschwunden und das wollen wir beibelassen. Ich würde einen Schritt weiter noch gehen. Super interessant auf der Seite. Man hat hier oben die Motorsteuergeräte platziert. Hier ist unser Motor eingehaust, Getriebe, Antriebsstrang. Wie wir hier sehen, ist das auch in einem sehr, sehr guten Zustand. An so einer Karosserie haben wir überall so kleine Korrosionsstellen. Solche Korrosionsstellen kommen zustande, durch das, dass Karosserieteile aufeinander sich bewegen bei der Fahrt. Es sind überall auch solche Schnellverschlüsse, wo der Kotflügel mit wenigen Handgriffen ab und an montiert werden kann. Die haben wir immer, sind auch Zeichen dafür, dass das Auto bewegt wurde. Diese Korrosionsstellen kann man jetzt mit unterschiedlichen Möglichkeiten behandeln. Wir haben uns überlegt, es nicht komplett blank zu machen und neu zu lackieren, sondern wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir wollen es konservieren. So, wie die Karosserie haben wir auch unsere Achsteile ausgebaut. Wir sehen hier die Hinterachse, die Vorderachse. Das ist zum Beispiel so ein Achsträger. Wir sehen hier eine Korrosion. Das wird auf Röntgen geprüft, kriegt ein Zertifikat am Ende und wird dann erst wieder ins Fahrzeug eingebaut. So ein Achsteil oder eine Schraube ist manchmal gar nicht so einfach, es auszumontieren. Wir haben hier als Beispiel eine Schraube, die auch mal abreißt. Das Material ist sehr spröde und sehr hart.
Und das wird eine Herausforderung, die aus der Karosserie zu bekommen. Also hier ist der Vorderachslenker angebracht durch dieses Lager. Und die obere Schraube ging gut raus. Das ist eine Titanschraube. Die untere ist direkt hier oben am Kopf abgebrochen. Und wie gesagt, das wird noch eine Herausforderung werden, die aus der Karosserie zu bekommen. Die Kraftstoffanlage war damals auch eine echte Herausforderung bei dem Fahrzeug. Wir haben hier mehrere Pumpen und Filtersysteme auf einem Blech montiert. Wir nennen das eine Kraftstoffgalerie. Hier sind drei Pumpen und vier Filter. Und das Fahrzeug hat nochmal einen Filter im Motorraum, bevor es zum Motor kommt, der Kraftstoff. Der Grund war klar, in der Wüste, im Sand, können sich Verunreinigungen im Tank bilden und diese würden dann bis zur Einspritzdüse vordringen. Da hat man vorgebeugt und hat extrem viele Filtermaßnahmen durchgeführt. Wir werden auch hier die Überarbeitung durchführen. Das Blech, die Halter etc. werden alle original bleiben. Hier haben wir schon einen neuen Filter und die passenden Pumpen dazu. Wir haben uns angeschaut an der Karosserie, was alles verbaut ist, was repariert wird, was überholt wird. Und jetzt schauen wir uns die Außenhaut an. Die Karosserie besteht hier aus einem Kunststoff-Glasfaserverbund. Und da schauen wir uns an, wie wir mit den Beschädigungen umgehen. Ja, die Aufgabe war ja diese, die Außenhaut zu belassen, um das Fahrzeug und die Ursprünglichkeit von dem Fahrzeug nicht zu verändern und die defekten Stellen auf der Innenseite dann zu verstärken, um bei den Teilen eine gewisse Stabilität wiederherzustellen. An dem Teil kann man gut sehen, damals wurde ein Blech unten vernietet, bei der Rallye-Innenseite dementsprechend kaputt, welche von uns dann in verschiedenen Arbeitsgängen erst wieder die Risse zusammengefügt, dann die Oberfläche angeschliffen mit dem Kevlar-Gewebe, was man hier sieht, und Epoxidharz dann in mehreren Lagen wieder verstärkt. Aber wie gesagt, Voraussetzung war natürlich, die Außenseite sollte weiter so belassen bleiben, wie es damals von der Rallye alles zurückkam. Am Kotflügel können wir noch sehen, wir haben hier auf der Innenseite den vernieteten Blechstreifen wieder eingebracht, um die Originalität beizubehalten. Da haben wir drüber gesprochen gehabt. Das war ein kompletter Durchriss durch den Kotflügel. Es war sehr instabil, der ganze Karosserieteil hier. Man hat damals bei der Rallye wirklich nur so einen Blechstreifen eingenietet. Der Markus hat jetzt hier das wieder verstärkt durch dieses passende Material. Und auch solche Teile wie hier, die eigentlich hier komplettiert gehören, haben wir befunden, dass wir das auch so belassen, dass diese Ecke auch komplett fehlt. Lediglich solche Beschädigungen wie Risse haben wir verstärkt. Ja, einige arbeitsreiche Wochen sind zu Ende. Das Team hatte viel zu tun. Unter anderem sind natürlich Ölleitungen und viele, viele Bauteile instand gesetzt worden. Wir sehen hier vorne den Ölkühler, den Wasserkühler. Die müssen mit zwei Leitungen befüllt werden und die gehen bis durchs ganze Auto, bis nach hinten durch. Dazu mussten wir unseren Schweller öffnen. Da konnten wir nicht drum rumkommen, aber da sind jetzt neue Leitungen drin. Des Weiteren sehen wir hier die Achsen. Die Vorderachse und die Hinterachse wurde komplett revidiert. Das heißt aber, alle alten Bauteile wurden geröntgt, geprüft, gegebenenfalls instand gesetzt und dann wieder eingebaut. Das sind alles neu geprüfte Teile, die schon mal hier verbaut waren an dem Auto. Auch die Bremsen, man sieht es ganz schön, sie haben tolle Patina. Immer die Prämisse, maximal Originalteile wieder ins Fahrzeug zu verbauen. Die komplette Elektrik, den Kabelbaum, würde man normalerweise bei so einem Projekt komplett ausbauen, prüfen, instand setzen und wieder einbauen. In dem Fall haben wir es original belassen. Alle Kabelbinder, alle Positionen, wie es früher mal war, sind somit auch hier belassen worden an dem Fahrzeug und wir können die originale Substanz erhalten. Dennoch sind sämtliche Bauteile überprüft und instand gesetzt worden. Die Motorsteuergeräte, die hier hinten sitzen, wurden überprüft und sind für gut befunden worden. Die Hinterachse ist ein sehr komplexes Bauteil. Wir haben sehr viele Originalteile noch, allerdings
In dem Fall haben wir ein Bauteil gefunden, das einen Haarriss hatte und das konnte nicht mehr instand gesetzt werden. Es ist dieser Lenker hier unten und der wurde neu gefräst. Ein tolles Projekt der 959 Paris-Dakar. Und jetzt kommt der nächste Bauschritt. Wir werden Motor und Getriebe einbauen, die Hochzeit. Und das machen wir bei Porsche Classic. Vor wenigen Tagen haben wir bei dem 959 Paris-Dakar das Fahrwerk fertiggestellt. Und nun sind wir bei Porsche Classic und hier wird Motorgetriebe Antriebseinheit eingebaut, die sogenannte Hochzeit. Und das schauen wir uns jetzt und hier an. Kuno, grüß dich. Hallo, schön, Uwe. Dich zu sehen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. An einem ganz besonderen Tag. Jawohl. Hochzeit feiern wir. Die Antriebseinheit ist hier, die Karosse ist hier. Und das zu vereinen nennt man Hochzeit. Richtig. Und das machen wir heute. Sehr schöner Moment, sehr schöner Meilenstein in diesem fantastischen Projekt. Antriebsstrang und Karosseriefahrzeug finden wieder zusammen. Ich habe schon mal ein Auge drauf werfen können. Vielen Dank, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Wir haben unsere Vision, glaube ich, perfekt umgesetzt, weil wir natürlich jetzt an einem, ich nenne es ganz anderen Level, in eine Restaurierung einsteigen, weil wir so viel wie möglich erhalten wollen, so wenig wie möglich erneuern wollen an Ersatzteilen und dennoch am Ende ein sehr stabil fahrendes Fahrzeug haben wollen. Ehrlich gesagt waren wir alle sehr begeistert, als wir gehört haben von dieser Vorgehensweise, von dieser Strategie, weil sie macht am meisten Sinn. Genau dem Leitfaden sind wir gefolgt. Es war, sagen wir mal, für uns, wir haben glücklicherweise diese Top-Spezialisten für genau diesen 959 in unseren Reihen. Und die waren auch sehr angetan, dass wir gesagt haben, kümmert euch um die Funktionalität, dass die wieder das 100%-Level erreicht. Aber bitte erhaltet und verfälscht nicht diese Authentizität, diese historischen Spuren von den Einsätzen, die dieses Fahrzeug schon geleistet hat. Uwe, eine Frage habe ich. Das Team, wie groß war das und wer war da beteiligt? Ja, das Team bestand aus 4 Kollegen. Den Meister, der Overhead, sagen wir mal, Regie geführt hat. Dann hatten wir den Motorenspezialist, der den Motor gemacht hat. Getriebespezialist für die beiden Getriebe. Und der Fahrwerkspezialist, der den Antriebsstrang zusammengefügt hat und nachher wieder ins Fahrzeug einbauen wird. Ja, wichtig ist da, dass da jeder den Handgriff kennt vom anderen. Und ich glaube, das ist hier ein optimales Zusammenspiel dieser Symphonie bei dieser Hochzeit. Da hatte ich glücklicherweise die Tage tatsächlich die Möglichkeit, mal mit Peter Falk zu sprechen, den damaligen Rennleiter, und Jackie X, der Fahrer, zu diesem Fahrzeug. Und da war der rote Faden damals definitiv auch das Team. Das eine war die Technik, aber es waren halt auch viele Leute, die ein großes Abenteuer auf sich zukommen lassen in der Paris-Dakar. Und dementsprechend waren sie sich auch nicht sicher, ob das gut funktioniert. Und hat aber super funktioniert. Und ich glaube, das ist eine Stärke von Porsche, dieses große Team zu haben. An der Stelle ein großes Dankeschön an dein Team. Wir haben nicht nur die Kollegen hier, sondern wir haben auch ein großes Netzwerk im ganzen Unternehmen. Wir haben Kollegen, die in Weissach uns für dieses Fahrwerk Dichtungen neu konstruiert haben, neu gebaut haben, aus Kunststoff gegossen. Wir haben auch Kleinteile gehabt, die wir in einem 3D-Druckverfahren, also neue Technologien, anwenden konnten, um das Auto wieder authentisch und original aufzubauen. Und diesem Team möchte ich hier an der Stelle ein großes Danke aussprechen. Und euch natürlich auch. Wir sind sehr froh, dass wir Teil dieses Teams sein durften, weil es ist etwas ganz Besonderes. Und es dokumentiert eigentlich auch die Zugehörigkeit zur Familie Porsche. Und nochmal danke, dass ihr uns da mit reingeholt habt. Wir haben es extrem gerne, unseren Teil dazu beigetragen und auch mit Stolz unser Auftrag, unsere Mission hier erfüllt. Dürft ihr gern sein, weil ihr seid die Profis in 959. Dankeschön. Das ist so. Und an der Stelle würde ich jetzt ganz gern unseren Kollegen, den Bernd Schulz, hier zuholen, weil er ist, glaube ich, der Kompetenteste in dem Thema, was Technik angeht. Und mit ihm würde ich mal und euch nochmal hier die Technik anschauen und zeigen, wo sind denn die originalen Spuren geblieben.
Bernd, es ist soweit. Ihr habt alles gemacht an dieser ganzen Antriebseinheit. Komm, lass uns schön von vorne bis hinten am Motor durchgehen. Was war was Neues, das ihr so eigentlich nicht kennt, weil es ein Prototyp ist? Ja, ein Vorderachs-Ausgleichsgetriebe ist eigentlich ziemlich seriennah, wenn nicht sogar ganz seriennah. Wir haben den Kegel-Tellerrad geprüft, wunderbar, haben das Lamellenpaket erneuert, frisch eingestellt. Mehr war da in der Reihe nicht nötig. Okay. Am Zylinder gab es eine kleine Besonderheit, den musste man halt instand setzen, also aufmachen, reingucken, weil den haben wir so nicht im Programm. Mhm. Haben wir dann angeguckt, für gut befunden, zusammengebaut und auf Dichtheit geprüft. Da haben wir so ein Prüfgerät, sage ich mal, und es hat er wunderbar bestanden. Ja, Bernd, das ist eigentlich relativ schön zu sehen, dass man Motor, Getriebe, Antriebseinheit und vorne das Ausgleichsgetriebe, wo das jetzt im Auto verortet ist, ich glaube, das kann man relativ einfach sehen durch den Schalthebel direkt neben dem Fahrersitz. Ja, normalerweise der Fahrer sitzt dann so, wie ich jetzt stehe, und schaltet dann so durch. Und dann kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, also wo man seine Position im Auto hat und wo auch diese ganze Antriebseinheit eigentlich sitzt, weiter vorne, weiter hinten, aber das ist ein schönes Bauteil, um das mal von der Verortung im Fahrzeug zu erkennen. Genau. Das Transaxle, das gäbe mir immer weg und zu unserer Ersatzteilfertigung, wo die Serien Transaxle richtet, und der hat es für uns speziell auch eingepresst. Logisch, die Lager sind natürlich nach deren Einsatz mit Feuchtigkeit, mit Dreck, mit Schmutz benetzt und macht ja natürlich Sinn, auch da neue Lager einzusetzen. Getriebe, wenn ich das jetzt sehe, vom Getriebe bis nach vorne, ich sehe, ihr habt es hervorragend gemacht. Wir wollten, dass wir nichts erneuern, nichts alles optisch aufarbeiten. Und ich sehe wunderbar, also man sieht noch die Verschmutzungen, aber dennoch ist alles fettfrei und sauber. Genau, das haben wir nicht sonderbehandelt wie bei Vollrestaurationen sonst üblich. Wir haben es nur einmal gewaschen, picobello fettfrei. Das Getriebe war ganz auf. Per Differential hat er keins, der hat einen Durchtrieb. Wir haben alle Lager erneuert, die Synchronringe erneuert, dass das Getriebe lang funktioniert. Ja, das haben wir uns in dem vorigen Video schon angeschaut. Ich finde auch schön, wenn ich jetzt hier den Anlasser sehe, das ist wirklich noch alles original belassen. Auch ein Werkzeug auf dieser Anlassermutter drauf, dass man relativ schnell den Anlasser tauschen kann. Alles wieder an seinem Platz, wie es mal war. Ja. Wir haben natürlich ein besonderes Medium nochmal in diesem Motor, das ist Wasser. Und Wasser und Aluminium, das fängt natürlich zu korrodieren an. Wie waren denn da eure Erkenntnisse daraus? Ja, die Schläuche haben wir eh grundsätzlich alle erneuert. Und manche von diesen Alurohre haben Lochfraß, einfach Löcher durchgefressen. Mhm. Die haben wir dann entweder, wenn sie seriennah waren, wieder benutzt. Oder wir haben sie einfach repariert, zugeschweißt. Ah, sehr gut. Somit sind wir der Undichtigkeit aus dem Weg gegangen. Ja. Und sollte es eigentlich nachher klappen. Am Motor selber haben wir uns ja auch mal ausgiebig alle Bauteile mal angeschaut und haben festgestellt, extrem wenig Verschleiß. Ja. Wir haben ein gemeinsames Projekt gehabt, am Fahrzeug sind so Stahlflexleitungen verbaut, am Motor auch. Und da hat ein Kollege von uns euch unterstützt, möchte ich sagen, oder eine Synergie haben wir da miteinander genutzt, weil wir mussten die Schläuche hier sowieso machen. Und da war der Kollege ab und an bei euch und hat die Schläuche gleich mit ausgetauscht. Genau. Damals haben wir es ja, glaube ich, auch schon alles gesagt. Wenig Verschleiß, ziemlich seriennah, war eigentlich gar kein Problem. Der Motor war das Einfachste von allem. So, ich hätte sagen, Motor, Getriebe, Antriebseinheit ist fertig zum Einbau. Die Hochzeit kann vollzogen werden. Und ich würde sagen, let's go. Die Kollegen können ran. Die Antriebseinheit ist in der Karosserie eingebaut, somit ist die Hochzeit vollzogen und es sind noch einige Arbeiten zu tun. Leitungen müssen angeschlossen werden, die Elektronik muss angeschlossen werden und erst nach dem Befüllen des Motors können wir auch den ersten Start machen. Danach müssen noch
Fahrwerkseinbauteile montiert und eingestellt werden. Dann kommt das Body oben drauf, die Karosserie. Und dann freuen wir uns ganz besonders auf den ersten Rollout. Und wir freuen uns drauf, auf den richtigen Terrain dieses Fahrzeug mit dem richtigen Fahrer bewegen zu dürfen. Herzlich willkommen heute zu einer ganz besonderen Folge. Unser 959 Paris-Dakar wird heute den ersten Kilometer absolvieren. Jackie, thank you very much for this ride. For what? Yeah, for this ride. For the what? The nice drift. For driving in the snow? Huh? It's totally unexpected. Yes, yes. So how does it feel for you? I mean, the car has been gently restored by the crew of the Porsche Museum, which I think did an incredible job. So what was the feeling of doing the first meters after that? Did some memories come back from the Paris-Dakar? Honestly, first of all, it's a fantastic job to restore it and to have still the car existing almost 39 years afterwards. You have to remember the challenge is to make out of a sport car, and it's a 959, that means a quite sophisticated car, a car who is able to beat classic off-road vehicle made for. Wow. On that aspect, clearly, there was a group of engineers up there who play an important role in it. And I like to mention Roland Cousmaul, number one. And the second one is the decision of the head of the development at the time, Helmut Bott, who accept the idea of doing that incredible challenge. But there was one thing he knew. It was the first time that Porsche developed a four-wheel drive transmission and the Dakar was just the perfect test for it. But it was a big challenge. So the idea of seeing me doing in 83 the Paris-Dakar with the Mercedes Gay and all these things and having the idea to enter the East African safari car of Val de Garde modified into a specific car for Paris-Dakar. And a four-wheel drive transmission is the key of this incredible success. That means entering three times, winning two times with the famous French driver René Mech. Wow. When you just said that this was really the sports car, the Porsche 959 Dakar. So what was the handling about this car and what was the specialties and the advantages of the 959 compared to the competition? The first point is that nobody thought in those days we would be successful. But we knew we could do it. And to succeed, we went in September in Algeria. We went to Taman Rasset in the mountains to try the rocky sections. We went in the desert, we went in the dunes. And that's where we have built up our success, in advance, in a way. No, honestly, to see a Porsche 959 cruising in the Tenere Desert. And the desert, it's not flat, although the dune looks flattened. To see that car cruising at 230 kilometers per hour, that was made by René Mech. Not me, I must admit. At 210, I stop. Yes. I lift off. Wow. Because the desert, it's like the sea. There is not a single dune who is the same. Yes. As in the sea, you feel all the waves are the same. It's not true. Suddenly, for an unknown reason, you have a wave which is much higher, much deeper, and then you have a problem. The desert is exactly the same. But you have to imagine that car, the 959 road version that everybody wanted in those days,
twin turbo, some electronics, the four-wheel drive transmission, doing 12,000 kilometers on 3 weeks. Wow. With stages so are 8 hours long, yeah. 320 liters of fuel, and you have to make the distance at a time with a very limited group of people. Yes. All together, the team, when that car won the Dakar, 18 people, 5 mechanics in the plane. The Rennleiter Peter Falco was ahead of it. 6 people in 2 trucks, a 8x8, 8x8 wheel transmission, and a 6x6 with 2 drivers, 2 mechanics, and 2 people to maintain the stock of parts eventually. Plus the 6 drivers, 18 people. Wow. It's a marathon. It's like, a triathlon, yeah. Let's say. The mountain, the rocky yes. section, the sand, and all this. And that's the reason why we are together today. Yes. Because what has been done at that time, and although the time has run away, it has made this car and the first one, the 911, an iconic car. Absolutely. We are honoring those people. Absolutely. And also probably the hardest race you have on this world, because 3 weeks non-stop, the mileage, the difficulties, the mud sometimes, the sand, the dry. It was a real adventure, and that belongs to the story of Porsche, because every step at Porsche, there is a technical reason, development reason behind it, and that was make Porsche so famous in the world. Wow. It's an incredible brand, 75 years old, or almost 75 years old. And yes, we have been part of it. Yes. I mean, this is for me hard to imagine. I have a very, very special relationship with Roland Kussmaul, because he chose me back then as a Porsche Junior. And I remember when I joined Porsche, sometimes I asked him and he would sometimes try to share some stories from the Dakar back in the days, and I could not imagine, and still I cannot up to this day, because this is sounds so unique, you know. And I remember as a kid some of the footages where the helicopters, I think, couldn't catch you or couldn't keep up with the speed. I mean, this is what I remember. But I mean, doing this like for weeks in this car with this power, and I just got a small taste of it running beside you, and it's a powerful car, which like perfectly handling, but to go like on rocks and all these different types, this is just incredible, you know. For and me. It's a sport car, but you're right to mention Roland Kussmaul, yes. and the guys who made the yes. car, because every adventure, every goal, every challenges, it's made by humans. And when you are saying that, you're yes. just honoring those absolutely. Who make the success absolutely. Of a company, in case of Porsche, or the success of an adventure, yes. it's made by men. And you know, as a driver yourself, yes. having been 2 times world champion, you know that the essential of the job is done by people you don't see. Exactly. Yep. You are the 100%. Top of the iceberg. We are the top yes. of the iceberg. Yes. But underneath, yes. you're just honoring those who yes. give you the right car and the right tool to win. 100%. And that's the case with this exceptional 100%. Story. When we go back to 1986, there was a double victory. René Metsch won, you finished second, so a wonderful double victory for Porsche. Do you have memories now sitting behind the wheel, how the edition of the 1986 Paris-Dakar went? And what was the difficulties at the time? It's very emotional. Yeah. When you go back in a car you have used in the yes. past and you didn't expect to drive it, especially in this incredible surrounding, yes. oh, it's totally... Well, it's we are a little bit in the mountains, so we haven't tried the rocky section yet. But yes, it's emotional, but it makes me think about those who made it possible. And you know, winning, you never know if yes. you're going to win, because, for example, we were all stuck. Before the day before the arrival, when we arrive in Senegal, where you have all that water near the sea and all the...
We were all stuck, but in a bath of mud that you cannot even believe. Okay. There are some pictures existing. Yeah. On that moment when we tried to cross almost a lake with a lot of mud, and we all started as fast as we could to reach the other side, and 10 meters before the end, we were all stuck. Incredible. All the cars, the three cars, stuck in the mud, and we didn't know how to go out of it. And finally, we made it. There are pictures of Roland that you have mentioned. Yes. He's covered with mud. Yes. Yes. You know, because we are just taking a bath of it. But we made it, and then, as you said, the ending of the third attempt was the right one, because we were first and second. And that's the reason why we are all together here, honoring these people and that car who is so special. And you were, you know, initiating or helping initiating this project back in the time. And this is, you know, for me, just incredible, because I think also at that time in the 80s, Porsche was successful in Formula One with the engine. They were winning in Group C at Le Mans multiple times, World Endurance Championship, and the Dakar. And I think you couldn't be more versatile than that. You're absolutely right. That the total extreme. Yes. Porsche built up his history through successes, 917, 956, 962, 936. Everywhere you mentioned Formula One engine by Metzger. And it's still the case. Enfin, now you're approaching other goals in the close future. But yes, I was the man at the start with the basic idea of doing it. But what I didn't know, that it was at the end, was going to be a success. And the success came by those people who work in what I call in the shadow. But that's a good point. So I have a small favor to ask. Do you think that I could do maybe one or two laps myself to get the experience of the 959 Paris You Dakar? Can do as many laps you want. You are welcome. Oh, okay. But remember, you're the first one to drive it on snow conditions. After you. You are maybe the Walter Röhrl of the situation, you know, in the Monte Carlo. I tried my best. I think I was just scratching the surface. What the car gave me was unbelievable grip. And you know, for a circuit driver, I cannot imagine a car, you know, handling like that and the grip like that on a gravel, even though, you know, with snow. Then there was some small path down there with big rocks. I mean, for here, this was quite, you know, amazing. Like I said, I was just scratching the top of the surface, and it was still something special and unique to drive, you know. Do you realize you were not born when we run that car in the Paris-Dakar? I was born. I was no, a kid. Come on, no. But now you make me blush because I look younger, right? Well, what about going back? One last time? Yeah. Okay, but I believe I'm only the co-pilot, and this is okay. Yes, I'm sorry for you. I'm the oldest one, so for it's sure. normal. And for sure. So Kuno, wie war es für dich heute, den 959 nach monatelanger Arbeit und Wiederaufbau fahren zu sehen? Boah, das kann man kaum in Worte zusammenfassen. Ich finde es einfach sensationell, den Wagen jetzt heute wieder fahren zu sehen. Das war einfach kaum mit Worte zu beschreiben. Und für das Museumsteam, also für deine Crew, wie war das heute, den 959 wieder zu bewegen mit dem Originalfahrer? Ich meine, das macht ja die Geschichte erlebbar und begreifbar eigentlich. Ja, du sagst es gerade. Mhm. Das Thema ist natürlich, auf der einen Seite war das Auto jahrelang jetzt nur gestanden und jetzt ist eine neue Symbiose da und wir haben den restauriert, sehr sanft, aber dennoch
hart fahrbar und dementsprechend steht das ganze Team da und zeigt den Daumen nach oben und sind sehr, sehr happy drüben. Wow. Jackie, if you describe your arrival with your 959 Paris-Dakar today in just 3 words, what would that be? It will be without any doubt, memories, emotions, passion. Wow, I get goosebumps. That's very special. Ich kann nur sagen, ich habe sehr genossen, heute die Runden mit Jackie zusammen zu fahren, natürlich auf dem Beifahrersitz. Aber selber meine paar Runden, die ich selber fahren durfte, war natürlich für mich auch ganz speziell, weil neues Terrain und den 959 bin ich persönlich noch nie gefahren. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bin mir sicher, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis bald, ciao.